Eine Frau möchte, nachdem sie sich von ihrem Freund getrennt hat, endlich wieder ihr Leben in Ordnung bringen. Doch leider gerät sie dabei an einen Hypnotiseur, der sie dann hypnotisiert und leider gar nichts Gutes im Schilde führt. Und das Ganze wird zu einer leider teilweise tödlichen Geschichte. Das ist der Film Hypnotic, der schon seit, glaube ich, einem halben Jahr auf Netflix läuft und meiner Meinung nach tatsächlich gar nicht mal so schlecht ist. Also, ich muss sagen, mir hat der Film insgesamt relativ gut gefallen. Das ist ein spannender Film geworden. Am Anfang war er richtig stark, man konnte richtig mit der Hauptdarstellerin mitleiden. Allerdings wurde er nach so der zweiten Hälfte wurde er leider immer schwächer, da tatsächlich der Antagonist dieses Films nicht weit genug ausgebaut wurde, was diesem Film richtig, richtig schadet. Eine weitere Rolle spielt hier ein Polizist, der das Ganze mit ins Rollen bringt, dass dagegen angekämpft wird, der die ganze Sache aufklärt, die vorherigen Fälle, die wohl anscheinend damit zu tun hatten, der hat leider auch irgendwo fehlt ihm da ein bisschen die Backstory. Der Film geht 1,5 Stunden und den hätte man ihn auch wieder hier lieber ein bisschen länger vielleicht gemacht. Das Pacing ist nämlich insgesamt eigentlich ganz gut gewesen. Deswegen hätte es eigentlich nicht geschadet, den Film auch ein bisschen länger zu machen und hier eine Background-Story vielleicht mit einzufügen. Der Film ist auch nicht besonders clever gemacht. Das ist teilweise schon sehr voraussehbar, was so in etwa passieren kann. Allerdings hat er mich zumindest ziemlich gepackt, weil auch ziemlich gut inszeniert wurde. Die Locations waren gut ausgewählt. Die Helligkeit, Düsterheit in hier im Film war auch sehr gut gewählt. Das hat mir wirklich gut gefallen, hat mir ziemlich imponiert. Insgesamt ist es einfach ein Film geworden, den man sich gut und gerne an einem schönen Abend mal anschauen kann. Auch unter der Woche, wenn man nicht so viel Zeit hat und hat einfach mal Bock, einen schönen, spannenden Thriller zu gucken, der einen vielleicht nicht zu sehr gerade irgendwie vom Kopf her irgendwie zu viel fördert. Das Gefühl hatte ich hier tatsächlich absolut gar nicht. Habe ich jetzt allerdings auch nicht als ultra störend empfunden. Es macht das Ganze natürlich nicht zu einem Meisterwerk und deswegen bekommt der Film auch von mir nur 5 von 10 Punkten, weil dann doch zu viele Schwächen drin waren. Die Hauptdarsteller waren teilweise vielleicht nicht ihre Rolle gut genug aufgegangen. Die Hauptdarstellerin fand ich, hat das sehr gut gemacht. Gerade am Anfang konnte ich sehr gut mit ihr mitfühlen. Sie hat sich von ihrem Freund getrennt. Ist in Depressionen verfallen. Da habe ich schon sehr gut mitfühlen können. Es war allerdings insgesamt, waren die Darsteller auch hier irgendwo so ein bisschen eine Schwäche. Das Pacing, wie gesagt, war in Ordnung, aber leider alles nicht besonders clever dargestellt. Wie gesagt, 5 von 10 Punkten würde ich diesem Film geben. Wenn ihr den Film schon gesehen habt, was hält ihr von dem Film? Schreibt es mir gerne darunter, in die Kommentare. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked doch dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.